Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich bin zu Hause, wie ihr sehen könnt. Ich war aber die letzten 4 Tage nicht zu Hause. Ich war in Mailand bei einer Freundin von mir, die ihr sogar schon kennt von diesem Kanal. Ich war bei Friederike. Die macht nämlich gerade ein Auslandsjahr in Mailand. Und ich war noch nie in Italien, beziehungsweise ich war schon mal in Italien, weil in Südtirol Skifahren. Aber im Grunde war ich noch nie richtig in Italien. Und ich wollte sie sowieso mal besuchen, weil wir uns lange nicht gesehen haben und so. Und dort war ich jetzt übers Wochenende. Ich habe dort ganz, ganz wenig mitgefilmt, weil da was passiert ist direkt am ersten Abend, was überhaupt nicht cool war. Und ja, mich eigentlich komplett hätte aus der Bahn reißen müssen. Ich habe mich aber dann im Endeffekt nicht davon unterkriegen lassen, sage ich mal. Und habe mein Wochenende trotzdem schön dort verbracht. Ich werde euch bald in einem Video noch erzählen, was passiert ist. Genau, weil das echt eine zu erzählenswerte Story ist, um es jetzt kurz hier in einem Vlog zu halten. Deswegen, ja, werdet ihr das bald noch mitbekommen. Ich blende euch jetzt hier aber erstmal die Szenen ein von Mailand, die ich gefilmt habe. Viel Spaß! Tatsächlich leider auch schon alles. Ich habe aber in Mailand ganz viel gekauft, beziehungsweise nicht ganz viel, aber ganz teuer. Teuer für das, was ich machen wollte. Also eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, aber in Mailand ist die Stadt des Shoppings. Es geht nicht, da nichts zu kaufen. Das, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Ich zeige euch die gleich. Ich wollte jetzt aber erstmal etwas mit euch auspacken. Ich habe mir nämlich etwas Neues gekauft. Die Leute, die meine Insta-Story verfolgen, die wissen, dass mein Laptop, den ich... Oh, aua. Den ich aktuell habe. Momentan ein bisschen spackt. Ein bisschen sehr, sehr krass spackt. Das ist dieses 15 Zoller MacBook Pro, was ultra schwer ist. Und ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr viel unterwegs bin und unterwegs auch sehr, sehr viel schneiden muss. Vor allen Dingen Vlogs zum Beispiel. Und es ist unfassbar schwer, immer diesen Laptop hier mitzuschleppen. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich habe ein Problem mit der Schulter. Also meine linke Schulter hier ist... Ich kann es nicht genau erklären. Ich sage einfach mal, sie ist kaputt. Und ich kann nicht über langen Zeitraum schwere Sachen tragen, weil meine Schulter sonst anfängt sehr stark zu schmerzen und zu knacken. Das, also sie knackt immer so ein bisschen, wenn ich sie bewege. Aber dann tut es wirklich richtig weh und zieht und ich kann nichts mehr machen und so. Das hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber es ist halt so. Leider. Auf jeden Fall habe ich jetzt dadurch den Entschluss gefasst, mir etwas Neues zu kaufen. Etwas sehr, sehr teures Neues. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe das wirklich gebraucht. Ich kann diesen Laptop nicht mehr die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Er passt nirgendwo rein. Er ist ultra schwer. Das Ding wiegt, glaube ich, 3 Kilo oder so. Hallo! Ein MacBook! Also kein MacBook Pro, sondern ein MacBook. Eins von diesen kleinen 12 Zollern, das ich ganz einfach in meine Tasche schmeißen kann, in meinen Koffer schmeißen kann. Nicht schmeißen, legen. Legen kann, was ich überall hin mitnehmen kann, was nicht so viel Platz wegnimmt, was nicht so schwer ist und was mir das Leben sehr, sehr stark erleichtern wird, hoffentlich. Da habe ich nämlich seit gestern tatsächlich drauf gewartet. Gestern Abend bin ich aus Mailand zurückgekommen und habe das noch nicht aufgemacht, weil ich es in diesem Video hier aufmachen wollte. Weil ich liebe sowas, solche Momente, sowas aufzumachen. Tada! Wow, vielen Dank, dass die Kamera fokussiert. Da ist mein MacBook. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Ich werde hier jetzt mal die Folie abmachen. So hübsch. Oh, ich liebe es, Apple-Produkte auszupacken. Apple-Produkte sind so wunderschön. Oh mein Gott, Leute, das ist so satisfying. Dieses MacBook ist so schön und so klein und so leicht und so dünn. Oh mein Gott, ich komme nicht darauf klar. Ihr glaubt nicht, was mir das eine Last von meinen Schultern nimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes, Last von meiner Schulter. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist so krass, diesen Unterschied von diesen beiden Geräten zu sehen. Schaut euch bitte schon allein diesen Größenunterschied an. Dann die Dicke von diesen Geräten. Und ich meine, das Gewicht könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber... Oh, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Ich bin so erleichtert. Ich werde das andere MacBook natürlich trotzdem weiterverwenden. Nur zu Hause. Übrigens, ich habe euch ja in meinem letzten Hauptkanal-Video erzählt, dass ich umziehen werde. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Ich habe es ja auch schon in meinen letzten Vlogs gezeigt, beziehungsweise in meinem letzten Vlog, da habe ich Tapete abgekratzt schon. Heute werden wir auch bezüglich was der Wohnung machen, aber nicht in der Wohnung, sondern virtuell. Ich habe nämlich die Chance bekommen, mit die Sims
4 eine Kooperation einzugehen. Und das ist jetzt dieses Video hier. Die Sims werden heute am 4.2.2018, wenn ihr das seht, 18 Jahre alt. Und zur Feier des Tages habe ich mir gedacht, mache ich mal so ein kleines Gameplay. Ich habe noch nie ein Let's Play gemacht. Ja. Dianas Fuß. Aber wie ihr wisst, ziehe ich ja bald in meine erste eigene Wohnung. Und das kommt auf die jetzt 18-jährigen Sims vielleicht auch bald zu. Mit 18 denkt man ja, glaube ich, so das erste Mal so halbwegs darüber nach, ob man vielleicht bald ausziehen möchte oder nicht. Ich werde das ja bald tun und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich heute mal versuchen, meine Wohnung so ein bisschen nachzustellen. Ich habe meinen Charakter hier bei die Sims schon erstellt. Ich habe 20.000 Budget. Das heißt, wir können eine richtig coole Bude bauen, denke ich. Ich schaue jetzt mal, wo ich wohnen möchte. Ich habe mich jetzt mal umgesetzt, weil ich dachte, hier unten ist irgendwie der Hintergrund vielleicht ein bisschen schöner. Da ist meine Person. So, ich starte jetzt erstmal das Spiel. Ich muss mich jetzt erstmal entscheiden, wo ich überhaupt wohnen will. Ich habe mir jetzt gerade hier schon in Newcrest so ein kleines Minifeld gekauft, weil ich dachte so, erste eigene Wohnung reicht, wenn sie klein ist. Passt schon. Habe ich jetzt hier so ein Grundstück am Wasser genommen. Probiere jetzt mal da ein Haus hinzubauen. Hier ist jetzt mein Grundstück. Wow, das ist doch ganz schön groß. Versuche jetzt erstmal hier so einen Raum zu ziehen. Oha, 3000. Oha, ist das teuer. Mein Gott. Ja, noch 18.000. Jetzt mache ich mal meine Raumaufteilung. Ich probiere das mal so zu machen, wie es in meiner Wohnung auch wirklich ist. So. Oh Gott, jetzt habe ich eine Wand. Und hier zwischen ist auch noch eine Wand, weil das zwei Räume sind. Oh, die... Hoppala. Okay, die Wand da hinten muss wieder weg. Hupsi. Hier ist so ungefähr die Küche bei mir. Aber die hat so einen Durchgang. Also die geht nicht ganz durch. So. Und da ist der Flur. Und hier ist so ungefähr das Badezimmer. Und hier wäre dann die Haustür. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Gucke ich hier mal nach einer Haustür. Ich habe so eine ganz normale braune. 305. Ja, nee, dann nehmen wir günstiger. Wollen wir nicht übertreiben hier. Tada! Und jetzt brauche ich noch Zimmertüren. Einmal hier und hier. Und am Badezimmer habe ich die ungefähr hier. So, jetzt gucke ich mal nach Fenstern. Boah, ich weiß gar nicht genau, wo in der Wohnung Fenster sind. Hier sind Fenster. So, und im Wohnzimmer sind bei mir so auf den beiden Seiten so bodenlange Fenster. So, Grundriss ist fertig. Ich glaube, ich mache die Wände grau. Grau ist auch schön. So, die Wände sind jetzt innen auch gestrichen und ich habe nur noch 11.000. Das heißt, ich muss jetzt sparen. Das ist richtig viel im echten Leben hier. Voll crazy. Okay, mein Dach muss auf jeden Fall noch ein bisschen größer gemacht werden. Das ist etwas klein. Ja, sehr schön. Okay, was mache ich als Außenwand? Ich glaube, ich hätte gerne ein rosa Holz. Spaß, ich muss das nicht rosa. Ich glaube, ich mache das. Nein. Ja, gelb ist süß. Ich nehme gelb. Okay, jetzt habe ich hier wieder den Rohbau und ich gehe jetzt mal in dieses Zimmer hier. Weil das wird mein Schlafzimmer und das werden wir jetzt zusammen einrichten. Das Scheunisch. Eigentlich finde ich das am schönsten. Gibt es das in weiß? In grau. So, das Bett steht später so. Und auf der Seite hier Fernseher hin auf jeden Fall und noch so ein kleiner Schrank. Oh, Nachttisch brauche ich auch noch. Stimmt. Oh mein Gott. Tada! Nachttische. Und ich habe nur noch 10.000. Juhu. Okay, ich suche jetzt erstmal direkt nach einem Fernseher. Wow, die sind ganz schön teuer. Flachbildfernseher von Visimax. Flachbildfernseher HD. Okay. Ja, okay, der kostet 100 Euro mehr. Ja, den nehme ich. Wir wollen ja auch einen HD-Fernseher haben, ne? So, und jetzt haben wir den Fernseher da mitten im Raum hängen. Okay, ich schaue jetzt mal noch nach einem Kleiderschrank. So, da kommt ein Regal hin. Und das gleiche Regal mache ich noch auf die andere Seite. Und dann muss unter den Fernseher noch was. Das sind jetzt Bücherregale da, aber es sollen Kleiderschränke sein. Kann man ja auch klammerbreit tun. Ist ja jetzt nicht das Problem. Tada! Okay, aber ich möchte noch Deko oder so. Gibt es hier Deko? Ich möchte Blümchen oder so. Zimmerpflanzen. Feng Shui, was war das nochmal? Das ist so eine bestimmte Art, Sachen im Raum aufzustellen, oder? Irgendwie sowas war das. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Okay, hier. Die Pflanzen finde ich schön. Und da auch noch. Ich glaube, mehr Pflanzen könnte ich sowieso nicht überleben lassen, weil ich keinen grünen Daumen habe. Und Spiegel wäre aber cool. Nee. Sollte nicht draußen sein. So, ich glaube, ich mache den... Ja, ans Bett macht keinen Sinn. Hier hin. Lampen braucht man auch noch. Oh, die sind schön. Die will ich haben. Da eine hin.
Oha, sieht voll schön aus. Einen Teppich könnte man da noch hinlegen. Oh ja, der ist mir. Macht voll Spaß. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache das mit meiner ganzen Wohnung. Ich würde sagen, das Zimmer ist fertig. Ich glaube, ich mache mal die Wände wieder dahin. Wow. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen grau noch. Ich denke mal, da brauche ich noch ein paar Bilder. Oh nein, das finde ich doch doof. Ich habe auch noch ein schöneres gefunden. Ich bin sehr wählerisch, man merkt es. Ja doch, jetzt gefällt es mir. Ich schaue jetzt mal, ob mir mein neues Schlafzimmer gefällt, ob ich mich da wohlfühle. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Oh ja. Cool. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich in meinem Schlafzimmer wohl. Das freut mich. Wow, das schläft ganz schön lange. Yay! Wow, ich freue mich sogar voll drüber. Schaut, ich habe einen guten Job gemacht mit meiner Zimmerauswahl. Das war's für heute, zumindest mit dem Let's Play. Mir hat das wirklich super viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn ich die anderen Räume einrichten kann und dann im Endeffekt mit meinem Sim richtig dort leben kann. Bei dem Spiel kann man natürlich nicht nur Häuser bauen, sondern im Wesentlichen geht es darum, ja, das Leben der Sims sozusagen zu steuern. Falls ihr jetzt auch Lust darauf bekommen habt, die Sims 4 zu spielen, aber das Spiel nicht besitzt, habe ich einen Link für euch unten in der Infobox, wo ihr eine kostenlose die Sims 4 Trial Version runterladen könnt. Damit könnt ihr ab dem Download Zeitpunkt 48 Stunden lang das Spiel spielen. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne, ob ihr irgendwie Bock hättet, dass ich öfters mal sowas mache, weil mir das tatsächlich echt super viel Spaß gemacht hat, das jetzt aufzunehmen. Ich verstehe jetzt die ganzen Gaming-YouTuber. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt geht's noch weiter mit dem Haul, den ich euch ja versprochen habe. Oh mein Gott. Wow, das ist irgendwie mehr als ich dachte. Zeige ich jetzt mal, was ich bei H&M gekauft habe. Total bescheuert eigentlich, dass ich in ein anderes Land fliege, um bei H&M dann was einzukaufen. Der H&M da war mega, mega schön. Der war so komplett aus Glas und gespiegelt und so. Der war richtig hübsch. Eigentlich relativ normale weiße Shirt. Mit aber so Ärmeln, die bis zum Ellbogen gehen. Deswegen fand ich das ganz cool. Und es ist mega, mega weich. Außerdem habe ich mir da diesen Rock hier gekauft. Was sehr, sehr untypisch ist für mich, wie ihr wisst. Weil ich trage eigentlich nichts anderes außer Hosen. Auch sehr, sehr selten Kleider und so. Deswegen ist ein Rock sehr untypisch. Aber ich fand den mega süß. Faltenrock, den kann ich mir mit dem Oberteil hier schon alleine richtig gut vorstellen. Das war's von H&M. Ich habe noch bei And Other Stories eingekauft. Das war das erste Mal, dass ich dort was gekauft habe. Ich war schon öfters in dem Laden drin. Obwohl, zweimal. Und ich habe nie was gefunden. Ich fand die Sachen immer irgendwie doof. Aber da bin ich sehr, sehr, sehr fündig geworden. Und zwar habe ich einmal diesen Pulli hier gekauft. Das ist so ein senfgelber, sehr, sehr dicker, aber richtig, richtig cooler Pulli. Da habe ich auch ein Foto mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon auf Instagram gepostet habe oder ob ich es noch poste. Dieses Foto hier. Ich finde den mega cool, der sitzt richtig cool. Der ist halt so richtig weit, aber trotzdem macht er einen irgendwie schlank so. Außerdem bei And Other Stories habe ich dann noch eine Jeansjacke, beziehungsweise, ja doch, es ist eine Jeansjacke gekauft. Diese hier, die ist schwarz und mit Nieten besetzt. Oder, ja, sind das Nieten? Ja doch, sind eigentlich schon Nieten. Die war ziemlich, ziemlich teuer, aber ich fand sie so mega schön. Außerdem habe ich mir dann noch diesen roten Pulli hier gekauft. Das ist einfach eigentlich ein ganz normaler roter ja, Pullover in so einem Weinrot. Unfassbar weich. Unfassbar weich. Ich war dann auch noch bei Snipes und habe mir diesen viel zu großen dunkelgrünen Adidas-Pulli gekauft. Der war runtergesetzt von 90 Euro auf 40 Euro. Also da war 50 Euro Rabatt und dann nochmal 20%. Und ich fand den sehr, sehr cool. Das ist so ein sehr großer. Das heißt, den würde ich als T-Shirt, also als Pulli-Kleid verwenden. Den kann ich sehr, sehr gut als Pulli-Kleid verwenden. Der ist mir sogar fast schon immer noch zu groß, obwohl es Größe S ist. Ich glaube, das war so ein Männer-Oversize-Pulli. Aber ja, den habe ich mir noch gekauft. Und ich fand die Farbe mega cool zu meinen Haaren so. Weil es ist so ein dunkelgrün. Ich glaube, das kann man gerade gar nicht so gut erkennen. Das ist so ein dunkelgrün und dann zu dem Blond. Fand ich das irgendwie eine ganz coole Sache. Und das war mein Haul. So Leute, ich fahre jetzt zu Ikea. Das kommt aber in meinen nächsten Vlog, weil dieser hier dann doch etwas lang werden würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, dass ihr die kostenlose Trial-Version von The Sims 4 runterladen könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!